Ich habe gerade Postmaus gespielt. Und bin sauer. Ich muss mich entspannen. Ich möchte eigentlich schon seit Ewigkeiten mal wieder fliegen. Ja, weil es viele neue Neuerungen gibt und so weiter. Und ich brauche einfach mal wieder dieses Gefühl, irgendwie mich mit etwas zu beschäftigen, was dann funktioniert. Und wenn ich versage, liegt es an mir und nicht am Spiel. Sky hat jetzt wenig mit Flugsimulatoren zu tun, glaube ich. Es ist ein gut beleumundetes, entspannendes Flugspiel. Oder Spiel mit Flugfaktor oder so. Compete in Races. Nee, Races möchte ich schon mal nicht. Get Medals. Nee, möchte ich auch nicht. Kann ich einfach nur fliegen. Ist das okay? Ich meine, das sieht doch schön aus hier. Schon mal. Also grafisch. Und, Talk to Samuel. Okay, ich muss mit jemandem reden. Das fängt schon mal nicht gut an. Crackle. Das heißt, Crackle soll bedeuten, er sitzt am Funkgerät oder so. Hello, old friend. Good to hear your radio is working again. Could you deliver those spare parts I need for my plane on Libra? Dass ich direkt was delivern soll, erinnert mich an Postmaus. Und ich werde es trotzdem versuchen. Ich sag mal ja. Now take off, das habe ich gerade noch gesehen. So, right trigger. Das funktioniert schon mal. Das ist ja toll. Wie kann ich starten? Indem ich hochgehe. Hab mir schon gedacht. Ich fliege ja nicht zum ersten Mal. Good job, you'll see soon. I'll give you more directions. Da kann ich doch bestimmt durchfliegen, oder? Jawohl. Hang of it. Dankeschön. So, das heißt, ich fliege erstmal so ein bisschen rum. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Oh, ein Boot. Ein kleines Boot. Ein Bötchen quasi. Und was ist das da oben? Das ist ein anderes Flugzeug. Ich dachte erst, es wäre irgendwas Lebendiges. See the navigation bar up top? Jawohl. Follow the objective marker to make your way to Libra. Ja, wenn Lindbergh das gehabt hätte, ein Objective Marker, wäre das Leben einfacher gewesen. You can see you from here. Come land at the docks so we can talk properly. Moment. Bei meinem Objective Marker? Ne, Moment. Also, Moment. Hier. Was? Hier ist der Objective Marker. Ach so, da, wo es hell ist. Okay, dann lande ich doch. Und das konnte ich jetzt leider nicht sehen, wie ich bremsen sollte mit dem linken. Ja, da muss ich wieder durchstarten, offenbar. Zum Landen. Ja, damit bremse ich in der Luft. Das ist ja schon mal gut. So. X. X ist hier. Ah, nicht hier. Many thanks. These were just the parts I needed to finish my plan. How about we give her a spin later? Ich würde gerne weiterfliegen. Kann ich das machen? Main Quest. Equipment check. Now my plane may be finished, but there are still... Das die Vögel sind süß im Hintergrund. There's still a few pieces of equipment I need in order to safely take off. Could you collect them for me? Natürlich. My friends have the right pieces of equipment I need. Seeing as you're much faster in your plane, could you get them? On occasion, should be a navigation bar. Das ist ja schön. Dass die Navigation Bar mir alles, aber auch wirklich alles verrät. Dann fliegen wir nochmal. Fliegen wir hier direkt mal hoch. So. Und ich muss hier hinten irgendwo lang fliegen. Da. In die Richtung. Kann ich den zerstören, indem ich da durchfliege? Ich muss es sogar einsammeln, wenn ich es richtig sehe. Und den hier? Ja, gut. Muss wahrscheinlich nicht einsammeln. Ich muss wirklich diese Sachen hier einsammeln. Diese Ballone. Kann ich überhaupt abstürzen? Das werde ich irgendwann rauskriegen, ob ich es will oder nicht, nehme ich an. Das klappt ja alles ganz gut hier. Ich scheine irgendwie falsch zu fliegen. Those were all the pieces. Achso, come back as soon as you can. Das waren die Teile, die er brauchte. Konnte ich aus der Luft greifen. Reden wir uns mal ein, dass diese Welt so ist, dass Dinge an Ballons aufgehängt werden, die eingesammelt werden sollen. Und der Postbote kann sie dann einsammeln. War hier nicht die Stelle, wo ich landen muss? Ja.
Jetzt. Thanks. Now let's try taking her to the sky. Das ist eine gute Idee. Scheint ja hier alles so in the sky zu sein. Come fly with me. My plane and I are finally ready to take our first flight. I don't expect anything to go wrong, but just in case, would you mind joining me? In fact, I would mind, but my plane is just outside of the village. Her engine is already running, ready for takeoff. Ja, da sehe ich dich. Und jetzt? Ja, Exit Hub? No. So, continue. Yes. So. Da ist er. Follow Samuel. Das mache ich doch. Dem folge ich. Thanks for flying with me. Let's take off and go for a flight around Libra. Mach ich. Also grafisch ist das hübsch. Das kann ich schon mal sagen. Und war jetzt bisher auch nichts, was mich genervt hätte. Ich habe es direkt geschafft. Aber entspannt es mich. Wir werden sehen. I think I can even see my house from here. Famous last words. Ja, wie kann ich dich denn nicht einholen oder überholen? Wie geht das? Ich kann langsamer fliegen. Ich kann ja bremsen. Ich nehme an, dass das die Klappen, Drosselklappen hier sind. Ich kann nicht lesen und... aber ich kann schweben. So. Wo sind wir denn? Da sind wir. Wait, hang on a second. Don't stray too far from my plane. I need to be in case of an emergency. Ja, habe ich da was falsch gemacht? Offenbar. Offenbar, wenn wir wieder hier sind. Also dieser Ring hier ist das darf ich nicht... Darf ich nicht verlassen. Gut. Dann fahr mal los, Samuel. Und wenn ich zu schnell bin, dann bremse ich einfach. Das ist offenbar hier so. Soll ich dich schieben? Soll ich dich schieben? Ich kann durch dich durch. Ja, kann ich jetzt... Was machen wir jetzt hier? Jetzt stehen wir wie die Ölgötzen. Tja, es hatte so schon angefangen. Wie kann ich das wieder aktivieren hier? Muss ich hier wieder hin? Ja, ich muss hier wieder hin. Oh. Come fly with me. Ja, ja. Ja, ja, ich akzeptiere. So, und das heißt... Ich komme jetzt wieder mit und fliege dann ein bisschen langsamer. Drück auf die Bremse. So. Ready for takeoff. Jawohl. Ja, ich bin ready for takeoff. Tja, ich folge ihm. Da. Jetzt bewegt er sich. Sehr schön. Bitte schön, dass ich mitfliege. Hübsch ist es. Hübsch ist es schon. Aber er ist schneller als ich. Eben war er langsamer als ich. Wahrscheinlich drosselt er zwischendurch auch den Flug. Oder er amselt. Ne? Amselt, drosselt, finkt und starrt. So, I can even see my house from here. Das heißt, ich werde mal langsamer. Und gebe dir ein bisschen... Vorsprung. Ja, ja. Ist ja okay. Muss wieder langsamer werden. That radio tower is our way of communicating with the mainland. Most... Ah ja, hier oben. Ja. Sehr schön. Es wäre schon schön, wenn es ein bisschen, also nicht einfach nur, dass ich hier praktisch schweben kann in der Luft. Wait, hang on a second. Where's that smoky smell come from? Ah, the engine has caught on fire. Tatsächlich. Hat es. Hat es offenbar. Es, das Engine. Willst du landen, Samuel? Ja, du willst. Oh oh. Stalling, Stalling! Return to the village to get help. Achso, ich soll returnen.
Ich dachte, ich soll hier aufnehmen. Na gut, dann returnen wir einfach mal zum Village. Und das war hier vorne. Ne? Den Überblick habe ich noch. Ich war gespannt, wen ich da zur Hilfe holen kann. Mein Gähnen zeigt, dass wahrscheinlich alles irgendwie alles okay ist. Ne? Also es ist, das Spiel tut das, was ich wollte. So, und jetzt hier rein, hier rein, hier rein. Das ist ein interessanter Dreh, den ich hier mache. So. Now I'm pretty sure Norman has a fisher boat he could use to pick me up. Please go and ask him for help. In the meantime, I'll stay where I am. Das ist eine finnische Quest, die ich hier mache. Tools of the trade, fish spotting. Fish spotting klingt nett. Actually, there's something else you could help me with. Out with. I could use someone with a plane to fly around and find the best place to fish. Machen wir das. Ich habe ein Achievement bekommen. Ran errands for Norman for the first time. Let's find some good places to cast the nets. So. Folge ich jetzt eher diesen Dingern hier? Oder anderen? Seems like a good spot. We can find some schools around here. Some schools? Was hat denn das mit Fischen zu tun? Ich weiß schon. Ja, schools of fish. Das sind Schwärme. Fischschwärme. Kann ich das hier einsammeln? You're almost done searching this spot. Ja, kann ich noch irgendwas tun? Ich kann mal langsamer fliegen vielleicht. Kann ich wirklich schweben? Like this wasn't a good spot after all. Let's go to find the next one. Oh. Ja, the next spot seems to be here. Ich glaube nicht, dass ich abstoßen kann hier. Aber ich werde es nicht versuchen. Nee, was schön. Ja, ich spüre, das wird, da brennt ja immer noch was da hinten. Aber offenbar geht mich das nichts an. Da brennt was in der Luft. Im Ernst? Was ist das? Eine Flamme in der Luft. Sehr weird. So. Ja, dann gucken wir doch mal. Fliege ich hier rum. Ich wünschte, ich könnte mal runter gucken, während ich hier rumfliege. Aber ich muss nur im Stay inside the radius. I will. Can do. Eieieiei. Mir wird schlecht. Mir wird schlecht! Immerhin sehe ich mal was vom Schiff. Don't land! Achso, so, sorry. Sorry! Ich dachte, es wäre gewünscht. Seems like this wasn't a good spot. Next one. Okay. Dann fliegen wir zum nächsten Spot. Das ist sehr merkwürdig hier, dieses fliegende, brennende Ding. Dings da. Hier vielleicht. Ist hier der Spot. Spot and Hone. Ne, die berühmte Anwaltskanzlei. Tja. Also ich kann nicht sagen, dass es mich so richtig entspannt. Es, vielleicht liegt es an mir. Es ist nett, aber ich wünsche mir direkt, dass ich jetzt tatsächlich irgendwie ne, echt Simulationsfliege. Ja, ich suche weiter Norman und dann werde ich versuchen, in irgendwas rein zu crashen. Einfach aus Neugier. Ja, als Warnung für die anderen. Oder als Go-Ahead für die anderen Flieger. So. Sehr schön. Back to Libra. Ich dachte, das ist alles Libra, wo ich hier bin. Return to Libra. Achso, ich wollte hier noch was reinfliegen. Vielleicht hier in den
Tower. Wie wär's damit? Kamikaze! Immerhin, ich, so. So, ja, ja. Und Stalling. Stalling! Stalling Popalling. Ich weiß gar nicht, ich schwebe, ne? Wo bin ich? Was passiert hier? Hier ist Libra. So, ich bin ziemlich hoch gegangen. Ich kann also ganz steil hochgehen und steil runter. Und ich kann auch so landen. So. Und X. Danke. Habe ich jetzt was gewonnen? Mehr Sachen. Ammunition ist. Ich brauche jetzt Action. Was, die Frau handelt mit Munition? Hello! I'm Elizabeth. Samuel was supposed to escort me to Libra. He just radioed me. He said that something came up, but that you would be willing to help me in his stead. Ist das Spiel irgendwie kurz nach Dredge entstanden oder so? Es kommt mir so vor, als hätte es so ein ähnliches Wollen, aber nicht Können. I've got a shipment here with goods from the mainland. I can fly over to my ship and I could deliver them to Libra. Ja, machen wir das doch. Dann mal los. Ja, was, warum nicht einfach hoch? Ist ja egal. Stalling gibt's hier nicht. Was heißt Stalling? Oh, das sind Schafe! Moment, die Schafe muss ich sehen. Einfach auf die Bremse treten, ja, wie in jedem Flugzeug. Dann kann man sich die Schafe angucken. Sehr schön. Ja, ich habe sie extra nicht gezählt, um nicht einzuschlafen. Wie nennt sich Stalling im... auf Deutsch. Ich lese so viele Bücher jetzt, aber die meisten auf Englisch. Und ich komme momentan nicht drauf, was Stalling heißt. Also dieses Phänomen, dass wenn man zu steil hochgeht, dass dann plötzlich man gegen die Wand fliegt. Also die Windwand sozusagen. Ja, und dann reißt jede Tragkraft ab und man fällt. Einfach nur noch. Der Übergang vom Fliegen zum Fallen. Ist das hier, Elizabeth? Jawohl. Okay, ich leite dich, Elisabeth. Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte. Gibt es irgendeinen Menschen außer mir? Also einen Menschen, der nicht 100 ist, der dieses Lied, das ich gerade angestimmt habe, kennt. Lead the way, Pilot. Ja, ich kann dich nicht mal überholen, ist das Problem. So, dann leade ich mal. So, follow me, follow me. Frontline? Achso, Frontline? Moment! Gibt's hier Krieg? Das macht die Welt ja schon ein bisschen interessanter. Frontline Assembly. Still his usual freeloading salary. You've been doing many odd jobs for me. Ich kann mich nicht auf das Reden konzentrieren. Also bitte Sprachausgabe. Dann können wir reden. So. Hier ist mein Home. So, hier sind wir schon. Also Libra ist wirklich nur die Ecke hier, oder was? Da. Da sind wir. Ja, I'm capable. Aber setzt nicht viel voraus, Elizabeth. Also da ist jeder capable mit dieser Steuerung hier. Don't worry, I'll be able to handle it from here. Say you've got talent for flying. I think I still have an old mounted gun. From Edward's old plane, collecting dust somewhere. Come talk to me later, if you want to learn how to use it. Ein bisschen Zerstörung wäre natürlich gut. Listen to Elizabeth's war stories for the first time. Target practice, im Ernst? I see you've already managed to attach the gun to your plane Edward used to fly around the ruins. Target practice. Das überrascht mich jetzt, dass dieses Spiel hier mir wirklich jetzt die Möglichkeit gibt, zu ballern und Schafe zu töten oder so. Okay, go to the shooting range. Wozu in die Ferne schweift? Ich kann ja auf jedes Fischerboot zielen. Tatsächlich, hier. Da, ich ballere schon.
Wo ist denn die Shooting Range? Kleine Häuser hier. Da. Offenbar. Shoot the targets! Shoot them! Ja, eins habe ich. Shoot them! Shoot the fuckers out of the sky! Oh. Unter denen sind die. Das, es gibt auch noch Zielhilfe hier. Ja, man, ich kann ja langsamer fliegen. Einfach bremsen. Bremsen! Bremsen, popemsen. So, da hinten ist sowas. Also, ich. Was, wie soll ich es beschreiben? So, das habe ich auch. Wie soll ich beschreiben, was dieses Spiel macht? Es macht eine Menge, also es versucht irgendwie so mehreres. Und es ist eigentlich. Womit würde ich es vergleichen? Ich habe ja das Gefühl, wenn Leute sich bei Stumble Guys oder wie heißt das andere? Fall Guys einloggen, dass sie dann Lust haben, einfach ein bisschen zu laufen, ein paar Adrenalinkicks zu kriegen, um ein bisschen Punkte zu sammeln. Hier ist das Gleiche und das Gegenteil. Also hier kann man ein paar, wie nennt sich das denn nochmal? Endorphinkicks? Nee, was kriegt man denn, wenn man beruhigt ist? Oh, ich krieg doch Schaden. Also Beruhigungskicks. Das ist ein gutes Wort. Beruhigungskicks, das gefällt mir. Die kriegt man hier. Und statt Punkte zu sammeln und sich zu verbessern in irgendetwas, kriegt man kleine Aufgabenveränderungen, Daseinsberechtigungsimpulse freigeschaltet. Wo sind denn hier noch Sachen, auf die ich schießen kann? Wo denn bitte? Ja, ich kann ja einiges. Es gibt doch ein Vogelspiel, oder? Das so ähnlich ist, wo man die ganze Zeit nur rumfliegt. Und das ist nett, aber es passiert gar nichts. Gar nichts. Wenn ich gar nichts sage, dann meine ich gar nichts. Also noch weniger als hier. So. Muss es noch Targets geben. Die machen wir noch, okay. Und dann soll es reichen. Bin ja nicht unzufrieden. Will mich ja nicht beschweren. Also nicht nochmal. Nicht zweimal am Tag. Ja, wenn ich schon Postmaus gespielt habe. Und da sehr enttäuscht war, muss ich das hier für das würdigen, was es ist. Aber was ist es? Was ist es? Ich weiß es nicht. Es wäre vielleicht interessanter, wenn man so ein bisschen das Gefühl hätte, hier irgendwo gegenknallen zu können. Juhu! Vielleicht bin ich einfach zu gut. Vielleicht bin ich einfach ein zu guter Flieger geworden. Dass mich solche Spiele hier einfach nicht aus der Ruhe bringen können. Dabei habe ich ja nicht gerade meinen Throttle oder so eingebaut, meinen Joystick, sondern spiele mit dem verhasstesten Instrument, das diese Welt zu bieten hat, nämlich diesem hier. So, den letzten will ich jetzt aber auch noch abschießen. Ich meine, es gäbe noch einen, oder? Ne, zwei. Zwei, mindestens. Jetzt noch einen. Da vorne. Mal komisch untergebracht hier. Ein bisschen Gas geben. Auf die Tube drücken. Da. Return to Libra. Das könnte ja der Titel des Spiels sein. Return to Libra. Der alte Elvis-Set, ne? Return to Libra. Mehr fällt mir nicht ein dazu. Gut. Return mir nochmal und guck mal, was jetzt noch auf uns wartet. Ob ich jetzt vielleicht einen Angriff starten muss mit einem ganzen Bataillon von Fliegerassen. Ich meine, ein Snoopy gegen den Roten Baron Spiel sollte das Feeling haben, das hier wäre. Dass man so über die Peanuts-Stadt fliegt. Hat die Peanuts-Stadt einen Namen? Ist das so wie Springfield oder so? Also, kennen Leute überhaupt noch die Peanuts heute? So.
Not bad, not bad at all. You can keep the gun. Dankeschön. I'd rather that someone enjoys it than collecting dust in my attic. Ich dachte, es gab hier eine Frontline. Sollte dann jemand es enjoyen oder sollte man? Also hier kann ich Norman helfen beim Fischen, hier kann ich Samuel helfen beim Reparieren seiner Sachen und da kann ich schießen. Und Races gibt's auch noch. Stuck on the other side doesn't surprise me. Oh, ich habe ihn vergessen. Ich dachte, ich wäre nicht dafür zuständig. Aber okay. We're thrown overboard. Ach, muss ich das wieder sammeln? Gut, also damit lassen wir es jetzt enden. Ich muss also in diesem Spiel hier ständig pick up the boxes from the water. Ich muss in diesem Spiel hier also einfach nur Sachen sammeln. Da. Im Wasser oder aus dem Wasser. Und da ich nicht wirklich aufprallen kann. Das wäre auch schön, wenn man das einstellen könnte hier, ne? Dass man vielleicht wirklich ein bisschen vorsichtig sein muss. Dass man wirklich vorsichtig sein muss. Also die Grafik gefällt mir gut. Es gibt ein Brettspiel, das ich mag. Key Largo heißt das. Auch ein Spiel, das ich eigentlich nur wegen der Optik mag. Und früher oft gespielt habe mit Freunden. Und die Optik hatte einem gutes Feeling gegeben. Das Spielkonzept selber war, dass man Geld machen musste mit Touristen und so. Und dabei habe ich immer den Soundtrack, jetzt kommt's, ne? Freunde italienischer Filmmusik. Wer diesen Soundtrack nicht so vor Ohren haben, der Soundtrack zu Tentacoli, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel war, ein mäßiger Riesenkrakenfilm. Ich weiß, das heißt mäßig, also italienisch halt, ne? Und von daher gut und sehenswert. Mit einer ungewöhnlichen Starbesetzung. Ich glaube, John Huston spielt da eine winzige Rolle. Was ist das da oben? Muss ich auch gucken. Das ist da ist doch noch was zum Abschießen. Und die Musik war von. Nennen Sie jetzt, während Sie auf meine Antwort warten, Ihre drei Lieblings. Filmmusiker aus Italien. Ich wette, sie haben die gleichen Namen genannt wie die meisten. Und die wenigsten werden den genannt haben, der die Antwort ist, wer Tentacoli gemacht hat. Stelvio Cipriani. Der, wenn man Horror und Easy Listening mag, eine gute Wahl ist. So. Ja, wir brauchen jetzt nicht bis zum Ende hier durchzugucken. Ne? Man sammelt hier die Teile für Norman, um Norman wieder zusammenzubauen. Kann auch andere Sachen sammeln. Ob aber der Krieg hier ausbricht und plötzlich dreibeinige Monster aus dem Weltall auftauchen, wage ich zu bezweifeln. Wie viel habe ich denn noch, die ich sammeln muss? Vielleicht ist das letzte. Return to Norman! Ja. Kann ich hier eigentlich gegenknallen? Ja, kann ich. Aber das macht nichts aus. Ich verabschiede mich mal. Würde ich sagen. Ne? Weil, was sollen sie hier rumsitzen? Oder ich lande bei den Schafen. Was sollen sie hier rumsitzen, während Norman gerettet wird und der Krieg sich hier langsam ausbreitet? Gehen wir zu den Schafen. Und gucken mal, wie wir an Land landen können. Ne? Heißt ja immer landen. Offenbar kann ich nicht landen, sondern nur wassern. Schade, ich hätte die Schafe gern gesehen. Ich hätte die Schafe so gern gesehen. Da! Und ich will denen nichts Böses, ne? Was passiert denn? Kann ich denn wirklich explodieren? Kann ich mein Leben verlieren? Wenn ich es wirklich versuche? Und ich versuche es wirklich, ne? Sie sehen. Ne? Ich meine, wie sehr soll ich mich noch anstrengen? So, hier in einfach auf Land. Aber mehr als brennen tue ich nicht. Es tut mir leid, dass das jetzt so ruckelig und ad nauseum endet. Aber ich wollte ja sehen, ob ich wirklich irgendwie sterben kann. Kann ich nicht. Gut, dann lösche ich jetzt das Feuer im Wasser. Und dann haben wir hier noch ein ruhiges Ende. Da brenne ich vor mich hin. Ich kann nicht um mich rumfahren. Hör ich dann auf zu brennen nach einer Weile? Brenne aus. Ne? Genau da, wo ich sitze. Ne? Da brennt es am meisten. Ja,
Was soll ich sagen? Nett. Mehr kann ich nicht sagen. Bis dann. Wenn auch in dir draußen ist, dann schenk diesem Video doch ein Like.